Hallo Freunde der Freitraining Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei mir in meinem kleinen, aber feinen Springfield halt eben, nicht? Dank dem guten Johnny Botzke bin ich darüber informiert worden, weiß ich jetzt Bescheid, dass es ein kleines, aber feines Update gegeben hat und das wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Oh cool, Homie Baby startet das Update, Homie Baby! Zeig mal, was du da drauf hast. Nichts ist im Frühling schöner als ein Barbecue, bei dem wir die Wiedergeburt kleiner Tiere feiern, indem wir sie über offener Flamme grillen. Wer könnte damit schon ein Problem haben? Ich als Veganer hätte damit durchaus ein Problem. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lisa, genau, damit auch ein Problem hat. Sie ist schließlich Vegetarierin. Tut mir leid, Homer, wir feiern jede Jahreszeit Tag, Nachtgleiche und Sonnenwende auf deine Art. Dieses Jahr feiern wir den Frühling auf meine Art. Mit Putzen. Wow. Ach, ich hasse deine Art zu feiern. Wenn es nicht Putzen ist, dann muss man mit der Familie abhängen. Oh, du armer Kerl. Oder noch schlimmer, freiwillig für Bedürftige arbeiten. Warum arbeiten die Bedürftigen nicht freiwillig für uns? Ich verdiene eine Küche voller Suppe. Glaube ich nicht, Homer. Lass Marge eine Springfield-Putzkolonne bilden. Auf geht's! 6 Sekunden. Das kriege ich hin. 6 Sekunden geht schnell. Lass Springfielder Marges Genörgel ertragen. 5 Stück? Nee, ich glaube, da mache ich ein paar mehr, oder? Eigentlich könnte ich alle gleich machen. Da du jetzt sowieso schon weg bist, dann machen wir hier direkt. Ich glaube, da schmeiße ich Musik drunter. Na, alle schön Marges Genörgel ertragen. Baboom! So viele Leute leben mal im Springfield. Alle auf einem Klumpen. Haufen. Schlinglingling, klingling, 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 klingling. Nach Marges motivierenden Worten und einem Drohanruf meiner Mutter erkläre ich den heutigen Tag zum Springfielder Putztag. Hä? Mom? Na gut, Putzwoche. Ausgezeichnet. Ich habe viele zusammengerollte Teppiche, die schnellstens mitten in der Nacht entsorgt werden müssen. Tony, lass Springfield Hausputz machen, aber schnell. Oh, 6 Stunden diesmal. Okay. Alles klar. Hey, Gil, mein Freund, lass mal gucken. Wie wär's mit einem Haus ohne Leiche im Keller, nur in den Trockenbauwänden selbst? Wow, auf dem Haus steht mein Name. Ach nein, doch nicht. Jemand hat Müll auf die Mauer gesprüht, nicht Mo. Ja, das Haus ist ein besonderer Fall. Das heißt, man muss besonders viel tun, damit es nicht zerfällt. Wollen wir mal schauen, was der gute Gil mir so zu bieten hat. Vielleicht lohnt es sich ja diesmal. Mal schauen. Naturpaket, Mo's Haus. 40 Donuts zurück, 10 Donuts zurück. Müllcontainer braucht kein Mensch. Simpsons Lasertag wäre vielleicht nicht schlecht. 35 Donuts zurück. Mr. Sparkle Werbetafel brauche ich nicht. Das war diese Geschichte mit Homer in Japan. Mit dem japanischen Reinigungsmittel. Waschmittel, glaube ich. Naturpaket. Ach, die kommen erst später hier. 3 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten, okay. Okay. Und hier ist ein Tag.
Brand und Beute. Ja, nichts dabei. Brennende Busche. Ich weiß gar nicht, wie viele brennende Büsche ich schon habe. Ich habe die alle irgendwo. Ich habe keine Ahnung, woher. Ich glaube, einen habe ich ganz am Anfang aus Versehen gekauft. So, spielen wir noch eine Runde. Wo ist Maggie? Wo ist denn die kleine Maggie? Wollen wir mal gucken, wo sie sich diesmal versteckt. Piep! Schnuck, schnuck. Schnuck, schnuck. Schnuck, schnuck. Schnuck, schnuck, schnuck. Schnuck, schnuck. Schnuck, schnuck. Schnuck! Schnuck! Oh, Schnuck, Schnuck! Hä? Okay. Nochmal hier hoch. Ach! Ich höre es aber auch gar nicht. Da ist meine kleine Maggie. Das war Nummer 2. Jetzt kannst du auch Hausputz machen. Was macht denn eigentlich ein kleines Baby, das mit einem Luftballon durch die Gegend fliegt? Was kann denn das an Hausputz machen? 6 Stunden. Na gut. Bin ja mal gespannt, wie sauber mein Springfield in 6 Stunden ist. Vorher hole ich mir noch ein paar Donuts. Und zwar einmal einen. Und Spiel Sideshow You. Ist schon ein Häkchen, habe ich noch gar nicht gemacht. Hä? Bin irritiert. Oh, vielleicht muss ich erst hier abholen. 6 Donuts. Und jetzt kann ich. Ach so, dann war der schon... Ah, okay. Nochmal 3. So, sammle Smart Devices. Ich glaube, ich kann gar nicht. Sowas kann ich gar nicht. Ich habe da gar keinen... Ich habe ja keine. Ist ja alles voll hier bei mir. Ich muss erstmal was ausgeben. Wie gebe ich das dann am sinnigsten aus? War das hier? Lass mal schauen. Steht hier jetzt natürlich nirgendwo. Sprich, ich müsste dann vielleicht erstmal noch Zeug machen. Ah, ich habe Lisa gehört. Hier, Lisa, Baby, meine kleine Süße. Kümmere dich mal um dein Bäumchen. Oh, die Kohle sinkt. Und sie singt. Also sie singt nicht so, wie ich nicht singen kann. Aber hier, oh, hier, guckt euch das an hier. So gehört sich das. Hahaha, irgendjemand hat sauber gemacht. 4, 3, 2, 9, 27, 13, Peng! Glückwunsch, du hast ein sauberes Springfield Teil 2 beendet. Nimm deine Belohnung. Die nehme ich. Und ich nehme alles andere, was ich auch noch kriegen kann. Gib mich alles, was du hast. Und noch ein bisschen mehr. Ein bisschen was rechts, ein bisschen was links. Mit einem Mal, da ging's. Oder so ähnlich. Ich glaube, es geht anders. Ist aber nicht wild. Wer mich kennt, den wundert gar nichts mehr. Ich härte euch alle ab gegen alles, was es gibt. Kein Problem. Ich habe nichts gesagt. Man soll ja nicht schlecht über sich selbst reden. Ich habe doch tatsächlich heute Morgen gewonnen. Die 40.000. Kann ich natürlich nicht beweisen. Habe ich nicht aufgenommen. Weil ich ein Idiot bin. Nö, einfach weil ich nicht gedacht habe, dass es irgendwas zum Aufnehmen gegeben hätte. La la la, gab ja auch theoretisch gar nichts. Bis auf das scheiß Hurenrennen. Aber, naja, besser als gar nichts. Ja, eigentlich schon. Sonst hätte ich es auch genommen. Ich habe verloren. Wow, Applaus. Wer hätte es gedacht? Naja, ich. Sehr wahrscheinlich. Was ist denn hier eigentlich? Wieso geht's hier nicht weiter?
Ich hab doch jetzt hier alles. Hab doch jetzt hier alles beendet. Warum gibt's hier nichts mehr für mich? Ist er noch gar nicht fertig? Der riddelt hier ja immer noch rum. Jetzt aber. Ach so. Ich dachte, die Geräusche kämen noch von den Häusern, die ich da oben eben gerade abgeklickert habe. Ruhe jetzt da oben. Alles klar. Wieso ist jeder schon fertig? Es gibt noch so viel zu putzen. Haben Sie auch schon Ihre Seife desinfiziert? Haben die auch schon Ihre Seife? Naja, auch egal. Hey, die Stadt sieht toll aus. Ich habe sogar schon einen Pfad zu diesem ganzen Abfall bis zur leeren Mülltonne geschaufelt. Alles klar. Homie, Baby. Diese Stadt ist so faul. Es dauert nur 6 Sekunden, nuklearen Abfall zu beseitigen und selbst das können sie nicht. Das ist richtig. Der Auftrag, den Springfield reinigen oder sowas, dauert nur 6 Sekunden. Wir haben einfach keine Lust mehr, Mom. Erinnerst du dich an das Einschienenbahn-Update hier? Ja, ich habe da unten noch alles stehen. 6 Wochen lang hat jeder nichts anderes gemacht, als Müll aufzuheben. Das war himmlisch. Oje, ich muss noch mehr putzen. Erreiche Level 15 und schalte March frei. Scheint, als hätte ich das schon geschafft. Lass March Hausputz machen. 5 Mal! 6 Stunden, 5 mal 6, das sind 30 Stunden, selbst wenn ich sie perfekt abklickern kann. Das ist aber einiges an Holz, bis es hier wieder weitergeht. Nee, du siehst aus, ernte Tomako auf Cletus Farm. Mein kleiner Klitoris. Schon wollen wir mal schauen. 30 Minuten. Hoffentlich verpenne ich das nicht wieder. 30 Minuten ist nicht viel. Das heißt aber auch, weil umso kürzer diese Dinger dauern, die man da anbauen kann, umso schneller verrotten die auf dem Feld. Die verrotten ja, wenn man die nicht einsammelt, wenn die fertig sind. Na, dann verrottet das Zeug und man bekommt gar nichts. Weder irgendwie Geld oder Erfahrung, noch die komischen Dinge, die bekommt man sowieso nicht. Das fällt mir gerade mal auf. Ich kann da Tomakos und so ein Kram und Weizen und sowas ernten und sammeln, so viel wie ich hab. Aber ich bekomme davon eigentlich gar nichts. Sehr seltsam. Wo geht das denn alles hin? Wo geht das denn alles hin? Da ist ja niemand. Jetzt habe ich schon tatsächlich da eben gerade noch einen Daumen gesehen. Ich dachte, ich hätte alle meine Springfieldianer gestern auf Reinigungstour quasi geschickt. Hab mir eben schön gesehen. 4,5 Milliarden Daumen. Ja, so viele Leute leben bei mir in Springfield. 4,5 Milliarden. Da braucht ihr gar nicht so blöd zu lachen. Ich weiß nicht, wie viele Leute in eurem Springfield leben. In meinem Leben so viel. Ruhe. Abheben. Jawohl. Ach so, hier die Klitoris-Farm habe ich schon gemacht. Smart Devices. Ja, ich müsste halt mal jetzt irgendwas ausgeben. Und zwar, ich glaube hier. Ja, dafür bräuchte ich jetzt allerdings erstmal so eins. Na gut, dann muss ich halt irgendwas kaufen schnell. Ich kaufe. Nee, das war der falsche Torbogen. Da ist der richtige. Das ist kein Torbogen, okay. Schnauze, Mario! Was laberst du schon wieder für ein Kack hier? Was brauchst du denn? Ich brauche, glaube ich, nur 5, oder? Ich glaube, ich brauche nur 5. Geht's noch ein bisschen größer, dann habe ich bald überhaupt keinen Platz mehr. Hier, so direkt vor die Einfahrt, dass keine Autos mehr rein können. Ich stell dich mal hier hinten hin, da störst du nicht, das sieht keiner. So. Und trotzdem bist du da. La, 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 la. Gut, dann kann ich ja jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich mach 6. Also wenn schon, dann richtig. Wenn richtig, dann richtig falsch. Hä? Ja, so ist das bei mir. 1, 2. Bleibt immer einer schön übrig. Den kann ich hier reinsetzen. So. Einmal rein hier. Hä? Oh. Nicht so ganz. Schwupp dich. Wupp dich. Schnuck dich. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal gewesen für diese Runde von mir. Ich gehe mal schwer davon aus, dass bevor ich in 30 Stunden, das heißt, es sind mal locker 2 Tage, die dann jetzt erstmal, kann ja nichts aufnehmen, passiert ja nichts mehr sonst jetzt hier. Dann soll es das jetzt erstmal wieder gewesen sein von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare.
wie zum Beispiel euer NEA-Nick, auch wenn ich euch aktuell selbst nicht in meiner Nachbarschaft aufnehmen kann, weil meine Nachbarschaft voll ist. Ich müsste auch mal wieder ein YouTube-Special machen, fällt mir gerade ein. Mach ich vielleicht direkt hier hinten dran. Aber es gibt ja durchaus noch andere Leute, die meine Videos sehen und die euch dann bestimmt in ihre Nachbarschaft aufnehmen werden, weil die suchen ja schließlich hier auch Nachbarn. Und von daher würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao!